Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Lotte, eine Ravensburger Künstlerin. Sie hat gesungen, ich will mehr von der Welt sehen. Wer mehr von der Lotte sehen oder hören möchte, heute Abend ist sie in der Zehntscheuer. Ein Dankeschön an Lotte. Ja, liebe Ravensburgerinnen und Ravensburger, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben oberschwäbischen Landsleute, raten Sie mal, wie lange die Ausbildung gedauert hat für einen Ravensburger Fernhandelskaufmann, damals in der Blütezeit unserer Stadt, im späten Mittelalter, im 15. Jahrhundert, zur Zeit der großen Ravensburger Handelsgesellschaft, in der außerdem interkommunal nicht nur Ravensburger Kaufleute drin waren, sondern auch Wangener, Isnier, Saulgauer. Raten Sie mal, wie lange diese Ausbildung gedauert hat, bis einer sagen durfte, ich bin jetzt ein Fernhandelskaufmann der Ravensburger Handelsgesellschaft. Ich sage es Ihnen, ich war selber überrascht, als ich das letztens lernen durfte. Es dauerte 10 Jahre. Diese jungen Männer hier aus Oberschwaben, in einer Zeit, meine Damen und Herren, in der eigentlich die Horizontlinie der Landschaft auch die persönliche Begrenzung dessen war, was man kannte. Diese jungen Männer waren damals in der Welt zu Hause. Sie waren in der ganzen damals bekannten Welt unterwegs, in allen Dependants und Filialen, Komtureien der Ravensburger Handelsgesellschaft. In Barcelona, in Genua, in Valencia, internationalen Zuckerhandel, Gewürze, Tücher, Papier. Sie mussten alles über die Produkte wissen, mit denen sie gehandelt haben. Und meine Damen und Herren, diese jungen Menschen aus Ravensburg damals, im 15. Jahrhundert, mussten alle europäischen Sprachen beherrschen. Italienisch, Französisch, Spanisch. Also wir hatten damals schon eine Internationalität, eine Weltoffenheit, die in der damaligen Zeit sicherlich ungewöhnlich war. Sehr ungewöhnlich war. Und ich glaube, diese jungen Menschen haben diese internationalen Erlebnisse mitgebracht in ihre Heimat. Man hatte ja dann auch Besuch hier aus Aragon und egal woher kamen ja auch dann Kaufleute hier nach Ravensburg. Ein ständiger Austausch in ganz Europa, in der ganzen damals bekannten Welt. Heute würden wir sagen, International Businessmen, das waren Global Player damals, die Ravensburger Handelsgesellschaft. Und ich glaube, diese Weltoffenheit, diese Internationalität hat unsere Stadt geprägt und prägt sie bis zum heutigen Tag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Weltoffenheit wurde im letzten Jahr in besonderer Weise gefordert. Die Aufnahme und weit mehr als die Aufnahme, die Integration der vielen Menschen, die auf der Flucht zu uns kamen, ist wirklich eine Riesenaufgabe, eine Mammutaufgabe, wahrhaft eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, denn nur die gesamte Gesellschaft, nur wir alle zusammen können es hinbekommen und auch eine Aufgabe natürlich für alle Ebenen des Staates und unseres Gemeinwesens. Und weil es so eine allumfassende Aufgabe ist, meine Damen und Herren, kann ich auch anhand dieser Aufgabe heute unsere Gäste begrüßen. Zum einen, es ist eigentlich nicht eine Aufgabe nur eines Landes, sondern aller Länder in der westlichen Welt, aller Länder in Europa. Und deswegen möchte ich begrüßen den Europaabgeordneten Norbert Linz. Ich möchte begrüßen aus dem Deutschen Bundestag, und es freut mich wahnsinnig, dass er heute gekommen ist. Und ich finde, es ist ein Zeichen von menschlicher Größe. Herzlich willkommen, Waldemar Westermeier und seine Frau. Deutschen Bundestag ist auch Agnieszka Hugerda. Und jetzt Verzeihung, aus dem Europäischen Parlament, nicht, dass ich da vorher was falsch gesagt habe, Maria Heubach. Und Maria Heubach ist aus dem Europäischen Parlament da. Ein herzliches Willkommen an Frau Heubach. Das ist der Fluch der freien Rede, ihr kennt mich ja. Und nun begrüße ich den Redner und den Eröffner der Oberschwabschau. Er hat selber Migrationshintergrund, man kann es hören. Aber man kann nicht besser in Baden-Württemberg integriert sein, als wenn man Minister wird. Lieber Manne Lucha, herzlich willkommen auf der Oberschwabschau. Herzlich willkommen daheim. Er steht natürlich wie kein Zweiter in unserem Land für das große Thema, das ich gerade angeschnitten habe. Ich begrüße aus dem Landtag
ebenfalls unseren Abgeordneten August Schuler und aus Wangen Petra Krebs. Herzlich willkommen hier. Es war eine Aufgabe, die auch uns als Kommunen, als Kommunalbehörden, ich sag's mal wirklich, Simon Blünke hat über uns selbst hinauswachsen lassen. Und es war eine Aufgabe, da mussten wir improvisieren. Wir mussten mal sagen, das Gesetz legen wir mal nebenhin. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Lösungen hinbekommen. Und zwar schnell und nicht irgendwann. Und ich möchte doch mit einem gewissen Stolz sagen, die Kommunen hier in der Region, hier in Oberschwaben, haben Enormes geleistet. Natürlich nicht alleine, sondern vor allem mit der Bürgerschaft, mit dem Ehrenamt gemeinsam. Und so möchte ich begrüßen meine Kollegen Bürgermeister hier aus Oberschwaben. Gestatten Sie mir, dass ich meine lieben Kollegen, Herrn Ersten Bürgermeister Blünke, Dirk Bastin, Bürgermeister für Bauen, hier begrüße, die Stadträte, die Kreisräte, die Gemeinderäte, die Ortschaftsräte. Und bitte lassen Sie mich zwei Namen einfach hervorheben für die kommunalen Behörden, die hier Enormes geleistet haben, nämlich für das Landratsamt Eva-Maria Mechtmoser und Herr Stefan Goller-Martin hier aus der Stadtverwaltung. Anderen Anlass hat unser Minister gestern gesagt, auch bei den Flüchtlingen gilt die gaussische Normalverteilungskurve, wie überall, wie bei allen Menschen. Und deswegen sind alle möglichen Behörden mit dem Thema beschäftigt. Auch die Justiz möchte hier begrüßen an dieser Stelle Herrn Dörr, Präsident des Landgerichtes, und Herrn Grebe, Direktor des Amtsgerichtes. Ich begrüße unseren Polizeipräsidenten Ecke Falk. Der Herr Stürmer ist, glaube ich, auch da. Vor meinem inneren Auge sehe ich ja schon dieses herrliche neue Gebäude in der Gartenstraße. Da steht oben drauf Polizeipräsidium Oberschwaben, aber ich will der Evaluierung nicht vorgreifen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Ecke Falk. Ich habe gesagt, der rote Faden meiner Begrüßung soll das Thema Flüchtlinge sein. Ganz wichtig ist bei der Integration das Thema Bildung. Bildung, Ertüchtigung, insbesondere das Erlernen der deutschen Sprache. Stellvertretend für alle Bildungseinrichtungen begrüße ich Herrn Dekan Professor Spägele von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Ja, meine Damen und Herren, wir sind eine Wirtschaftsmesse. Ich komme nachher noch mal kurz auf die Oberschwabenschau zurück. Ein Schaufenster der Leistungsfähigkeit unserer Region. Und deswegen möchte ich jetzt begrüßen die Vertreter unserer Wirtschaft. Und Sie haben auch mit diesem übergeordneten roten Faden zu tun, nämlich mit der Integration in den Arbeitsmarkt, meine Damen und Herren. Stellvertretend für alle möchte ich ein Vorstandsmitglied des WIFO begrüßen, Thomas Reichmann, und Herrn Otto, Geschäftsführer der Firma Vetter. Alle Vertreter der Wirtschaft, herzlich willkommen hier. Auch die Kirchen in unserer Stadt, auch die Kirchen in unserer Region haben Enormes geleistet. Viele im Ehrenamt, Kirchengemeinderatsmitglieder, Mitglieder in den verschiedenen Kirchen. Ich möchte begrüßen, stellvertretend für alle, Herrn Dekan Dr. Langsam von der Evangelischen Landeskirche hier in Ravensburg. Ein Willkommen an die Vertreter der Kirchen. Und meine Damen und Herren, jetzt komme ich zum Wichtigsten. Und lieber Manuel Luca, da stimmst du mir sicherlich zu, ohne das wäre all dies nicht gegangen. Und wir sind ja mittendrin in dem Prozess. Wir sind mittendrin in dieser großen Aufgabe, in dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger. Was wir hier in Deutschland gemacht haben, was wir geleistet haben, wozu wir fähig waren, darauf können wir schon stolz sein, auch hier in Ravensburg. Und meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger, die sich als Nachbar, als Spender oder sogar im Helferkreis, in den Rettungsdiensten, sich hier engagiert haben, manchmal bis zur Erschöpfung, denen gebührt unser aller Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie alle sind die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und unserer Region. Herzlich willkommen auf der Oberschwabenschau. Diejenigen, die mich öfter hören, haben die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, schon mal gehört, vielleicht auch schon zweimal. Aber gestatten Sie mir ein letztes Mal, weil es ist so eine wunderschöne Geschichte und ein Beispiel für den zupackenden Gemeinsinn der Ravensburgerinnen und Ravensburger in dieser schwierigen Bewährungszeit. Es ist die Geschichte mit den Betten. Wir wussten, wir bekommen in der Borachhalle innerhalb weniger Stunden, innerhalb von 3 Tagen werden wir dort 300 Flüchtlinge aufnehmen müssen in der Borachhalle. Und wir hatten kein einziges Bett. Dann hat die Kreisverwaltung und wir gemeinsam
haben dann die letzten Stockbetten, die es auf dem deutschen Markt damals überhaupt noch gab, die haben wir bestellt bei einem großen schwedischen Einrichtungshaus, mittlerweile mit einer kleinen Filiale auch in Ravensburg vertreten. Und diese Betten, die lagen in einer Auslieferungshalle im Rheinland-Pfälzischen. Der dortige Landrat hatte natürlich die gleichen Probleme. Der hatte Spitz gekriegt und hat diese letzten Betten beschlagnahmt durch Polizeiverfügung. Wir hatten also gar nichts. Wir wussten, in 48 Stunden kommen hier 300 Menschen. Es waren vor allem Familien, insbesondere syrische Familien mit kleinen Kindern. Und die werden dann hier auf dem Boden schlafen, in der Burlach. Und dann kam ein Schreiner hier aus der Region, aus Sigmaringen, der hat gesagt, ich habe da einen Plan. So kann man ganz leicht, ganz schnell Stockbetten bauen. Wir brauchen jetzt eine Sägerei, wir brauchen das Material und wir brauchen jede Menge Helfer, die einen Akkuschrauber besitzen und bedienen können. Radio 7 hat einen Rundruf gemacht, nachdem die Bretter gesägt waren. Hat gesagt, kommt in die Bohrerhalle. Jeder, der einen Akkubohrer hat, kommt hoch in die Bohrerhalle. Und dann kamen, meine Damen und Herren, 150 Ravensburgerinnen und Ravensburger und haben innerhalb von 3 Stunden 150 Stockbetten für 300 Menschen aufgebaut und 2 Stunden später kamen die Flüchtlinge. Das ist Ravensburg, meine Damen und Herren. Und darauf können wir stolz sein, meine Damen und Herren. Ich möchte aber auch nicht moralisch überhöhen, das Thema. Ich möchte auch nicht von Haltung sprechen, sondern es war im Grunde genommen eine Einstellung, mit der wir an die Sache rangegangen sind, lieber Kollege Blümke. Wir haben damals gesagt, es sind im Grunde genommen 3 einfache Sätze, die wir als Konsens brauchen in unserer Gesellschaft. Und diese 3 Sätze hatten wir als Konsens in unserer Stadt. Das erste ist, dass wir gesagt haben, wir wollen das Beste draus machen. Für die Menschen, die hierher kommen und für die Menschen, die hier sind. 1. Das zweite war, dass wir gesagt haben, es gibt auch Chancen. In jeder Krise gibt es auch Chancen. Der Arbeitsmarkt, die Arbeitgeber in Ravensburg haben das mittlerweile auch erkannt. Und der dritte Satz ist ein ganz einfacher, banaler Satz. Jeder, der in dieser Stadt lebt, ist von diesem Moment an Ravensburg. Und meine Damen und Herren, wenn du diese 3 einfachen Sätze zugrunde nimmst als Maßstab für dein Handeln, dann ergibt sich alles andere wie von selbst. Jeder Ravensburger hat das Recht darauf, ein Dach über dem Kopf zu haben. Jeder Ravensburger, jeder junge Ravensburger soll Zugang haben zur Bildung, soll die deutsche Sprache lernen können. Und deswegen war es richtig, dass wir hier in der Stadt gesagt haben, unabhängig von dem, was im Gesetz steht, bei uns werden die Leute nicht erst nach einem halben Jahr beschult, sondern die Kinder kommen vom ersten Tag an in die Schulen, um die deutsche Sprache zu lernen. Und auch das gleiche gilt für die Kindergärten. So haben wir diese Leute behandelt und ich glaube, das war gut so, meine Damen und Herren. Wir haben heute einen Redner, der das Thema tiefschürfender behandeln kann als ich. Und der oberste Integrationsbeauftragte unseres Landes ist, deswegen möchte ich das Thema jetzt an dieser Stelle schließen und zu einem anderen übergeordneten Thema kommen, Wachstum. Nicht nur wegen der Flüchtlinge. Wir haben eine Wachstumssituation hier in Ravensburg, hier in Oberschwaben, aber insbesondere hier in dieser Stadt, auch in Friedrichshafen. Eine solche Wachstumssituation hatten wir das letzte Mal in der Nachkriegszeit. Im letzten Jahr gab es viele Monate, da sind wir jeden Monat um 100 Einwohner gewachsen. Jeden Monat, nicht jedes Jahr, jeden Monat. Und es hatte zum Teil überhaupt nichts mit Flüchtlingen zu tun. Ich denke an den August jetzt, vorletzter Monat, da kamen überhaupt keine Flüchtlinge mehr. 100 neue Mitbürger. Das sind Fachkräfte, die kommen aus ganz Deutschland hierher, mit ihren Familien. Und wir haben ein Wachstum, das dazu geführt hat, wie gesagt, 100 Einwohner pro Monat, dass wir jetzt deutlich über 50.000 Einwohner groß sind. Wir haben jedes Jahr, in den letzten 6 Jahren, jedes Jahr entstanden, alleine hier in Ravensburg, 1.000 neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, 1.000 neue richtige Jobs, jedes Jahr, in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern. Das ist auch eine ungewöhnliche Dynamik. Wir haben in diesem letzten Jahr 200 neue Wohnungen gebaut. Eine Tendenz, die uns wahnsinnig freut und die wir unglaublich dringend brauchen. Ich komme zu diesem großen Thema Wohnen gleich noch. Und ich möchte an der Stelle aber schon sagen, dieses neue Wachstum zeigt vor allem auch die Handschrift eines Mannes, bei dem ich mich jetzt auch an der Stelle nochmal herzlich bedanken möchte, bei Dirk Bastin, unserem Baubürgermeister. Noch ein paar Zahlen. Wir haben derzeit 40.000 Berufspendler jeden Tag in dieser Stadt.
30.000 rein, 10.000 raus. Da sind die 7.000 bis 8.000, 9.000 Schüler noch gar nicht mitgerechnet, die auch jeden Tag nach Ravensburg in die Schulstadt einpendeln. Raten Sie mal, wie viele Gymnasien, nur mal diese eine Schulart, raten Sie mal, wie viele Gymnasien wir mittlerweile in dieser Stadt haben. 9. Fast so viele wie die Jahre mit der Ausbildung vom Fernhandelskaufmann. 9. 9 Gymnasien gibt es hier. Wir haben mittlerweile 14.000 Studierenden an den drei Hochschulen in Weingarten und Ravensburg. Das ist gut für die Stadt, das macht die Stadt jung, lebendig, ist wichtig für die Wirtschaft. Da sehe ich auch Professor Dreher gerade, den ich an der Stelle herzlich begrüßen möchte von der Dualen Hochschule. Es ist eine enorm wichtige Sache für unsere Wirtschaft, denn die Fachkraft, die wir am leichtesten gewinnen, wir brauchen sie so dringend. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote des Landes, meine Damen und Herren. Vollbeschäftigung. Die Fachkraft, die wir am leichtesten kriegen, das ist die, die schon hier ist und die müssen wir dazu motivieren, auch hier bleiben zu können, denn es ist hier so schön und es gibt ja auch so viele Chancen. Ja, meine Damen und Herren, alles wächst. Alles. Nur eines nicht, die Fläche. Unser Globus wächst nicht. Die Fläche bleibt immer gleich groß. Und deswegen müssen wir verantwortungsvoll umgehen mit dieser wertvollsten materiellen Ressource, die wir in Oberschwaben haben, in der Fläche. Und trotzdem, dieses Wachstum im Bereich der Wirtschaft, im Bereich des Gewerbes, im Bereich des Wohnens, wird nicht gehen ohne Flächenverbrauch. Das geht nicht anders. Wir haben natürlich nach wie vor die Prämisse drinnen vor draußen. Erstmal schauen, wo wir brachliegende Gelände, die Frage ist nur welche und wem gehören sie, wo können wir vielleicht nachverdichten. Allerdings, jeder sagt, Wohnungen sind gut, aber vielleicht nicht auf meinem Nachbargrundstück. Ja, meine Damen und Herren, aber nur mit Nachverdichtung werden wir es nicht schaffen. Trotzdem ist das natürlich unser erster Anknüpfungspunkt. Wo wird denn gerade gebaut? Beispielsweise Betzenareal. Dutzende von Wohneinheiten. Hofgut haben wir jetzt den zweiten Bauabschnitt gerade vorne der Mache, der dritte ist schon geplant, wird alles verkauft. Ziegelstraße, Galgenhalde, Nachverdichtung dieses 50er Jahre Baugebietes. Nachverdichtung bedeutet da nicht in die Breite, sondern da gibt es nur noch eine Himmelsrichtung, denn im Keller wollen wir nicht wohnen, die Höhe. Dann Weißenau, Grinker-Areal, wird auch wohnen werden. Das sind diese Nachverdichtungspotenziale, die wir haben. Natürlich wieder hochkomplex mit allen möglichen integrierten Themen. Dann brauchen wir wieder Kita-Plätze, wir brauchen Schulen. Wer hätte das vor 2 Jahren gedacht? Meine Damen und Herren, demografischer Wandel in Ravensburg bedeutet derzeit, wir werden mehr, wir werden jünger und wir werden bunter. Das bedeutet demografischer Wandel derzeit in Ravensburg. Ja, meine Damen und Herren, wir brauchen aber auch Neubaugebiete, anders geht es nicht. Und es freut mich, dass wir in unserem Gemeinderat hier einen großen Konsens haben, weil wir wissen, die Fläche wird versiegelt werden. Und wenn sie nicht in Ravensburg versiegelt wird, also in der Nähe der Arbeitsplätze, dann wird es woanders versiegelt und die Leute werden halt, Stichwort 40.000 Berufspendler jeden Tag, jeden Morgen in ihrem Auto oder mit anderen Verkehrsmitteln zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Damit ist auch niemand geholfen. Wir müssen schauen, dass möglichst nah am Arbeitsplatz Wohnraum entsteht. Und jetzt kommt es. Auch bezahlbarer Wohnraum. Bezahlbarer Wohnraum. Unsere Aufgabe als Stadt ist, Grundstücke zu finden, zur Verfügung zu stellen, das Planungsrecht voranzutreiben, ist eine hochkomplexe Aufgabe. Hochkomplex. Und natürlich auch mit Konflikten behaftet. Der Kreis hat hier eine Aufgabe, indem er hier die Rahmenbedingungen auch dementsprechend dazu schafft, wie in anderen Landkreisen auch, meine Damen und Herren. Aber, meine Damen und Herren, ganz wichtig ist auch der Beitrag der privaten Bauwirtschaft. Es gibt ein Segment, um das kümmert sich niemand, wenn es nicht die öffentliche Hand tut. Das sind die Sozialwohnungen. Wir haben die letzten Jahrzehnte in Deutschland, haben wir Sozialwohnungen abgerissen, wir haben sie abgebaut, verkauft. Und jetzt brauchen wir sie. Nicht nur wegen der Flüchtlinge, nein, insgesamt in unserer Gesellschaft, wir haben viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Es gibt viel zu wenig Wohnraum mit Belegungsrecht. Und deswegen bin ich so dankbar, dass die private Bauwirtschaft in Ravensburg uns zugerufen hat. Wir stehen auch zu unserem Teil der Verantwortung. Und werden bei größeren Bauvorhaben, wenn mehr als 10 Wohneinheiten entstehen, werden wir 20% der jeweiligen Fläche mit einem Belegungsrecht der Kommune ausstatten, so wie das zum Beispiel in München oder in anderen Städten schon seit längerem der Fall ist, damit wir hier auch bezahlbaren Wohnraum, insbesondere für Familien mit vielen Kindern und andere Leute, die in einer schwierigen Situation sind, finanziell, um diese unterstützen zu können. Ein Dankeschön an dieser Stelle an unsere Partner von der privaten Bauwirtschaft.
Menschen in einer Stadt wohnen und immer mehr Menschen in einer Stadt schaffen, dann gibt es auch immer mehr Verkehr. Ich könnte mich noch erinnern, ich stand mal vor ein paar Jahren hier vor dieser Kulisse vom Konzerthaus und habe gesagt, ich bin ein Naschbacken. Da ging es damals darum, da wollte ich verdeutlichen, wie dringend wir den Moldite-Tunnel brauchen, weil es ist ja immer noch der Zustand, 30.000 Fahrzeuge am Tag durchschneiden unsere Stadt in eine Nord- und in eine Südhälfte. Nicht nur die Stadt ist davon betroffen, auch die Ortschaften, Kämmerland beispielsweise. Was wir hier in Ravensburg erleben, ist eine enorme Belastung mit allen Themen, die daran hängen. Luftqualität, Stickoxide. Die Autoindustrie hat uns 15 Jahre gesagt, alles gut, jetzt stellen wir fest, da hat sich eigentlich gar nichts verbessert. Ja, meine Damen und Herren, das sind riesige Herausforderungen. Da müssen wir auch mit Luftreinhalteplänen arbeiten. Dafür ist das Regierungspräsidium, also das Land, zuständig. Und dann gehören auch viele kleinere Maßnahmen dazu. Aber der Befreiungsschlag ist nur der, wenn es uns gelingt, den überörtlichen Verkehr, nämlich 80% des Schwerlastverkehrs aus der Innenstadt von Ravensburg rauszukriegen, und es gelingt uns einzig und allein, nur mit dem Moldite-Tunnel, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir darum gekämpft, und ich möchte mich heute bedanken bei den Bürgermeistern. Hier über die Kreisgrenzen hinaus in der Region haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, es macht keinen Sinn, wenn jeder nur von seinem Kirchturm auf Seilstraße runterkommt. Wir müssen nach Berlin ein Zeichen der Geschlossenheit senden, eine Prioritätenliste, und das liegt in der Natur der Sache. Auf einer Prioritätenliste können nicht alle auf Platz 1 stehen, sonst ist es keine Liste, sondern eine Sammlung. Wir haben uns geeinigt auf eine Liste. Platz 1, Ortsumfahrung Haknau, ist allerdings bereits im Plan, ist in der Mache. Das zweite ist die Weiterführung der B30 nach dem, was jetzt gerade Gott sei Dank gebaut wird, weiter Richtung Friedrichshafen vorbei an Meckenbeuren, ist auch bereits in der Planung. Und die erste Maßnahme, die noch nicht begonnen ist, die direkt dann auf Platz 3 folgt, ist der Moldite-Tunnel. Es ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes. Ich weiß, viele von Ihnen sagen, ah, der Moldite, ja, das hören wir schon seit 40 Jahren. Aber zum ersten Mal ist er in einem Bundesverkehrswegeplan, der nicht dieses übliche Wunschkonzert ist, jeder Abgeordnete bekommt zwei Straßen, sondern der mit Geld hinterlegt ist, der auch wirklich abzuarbeiten ist für die nächsten 15 Jahre bis zum Jahr 2030 hat dieser Plan Gültigkeit. Ich möchte mich bedanken für die gute Zusammenarbeit und die Solidarität hier in der Region in Oberschwaben und Allgäu. Vielen Dank. Ich glaube, ist doch Herr Franke heute. Also, ich möchte mich bei Wilfried Franke auch bedanken, der ein hervorragender Mediator, Koordinator und Sachwalter der Interessen unserer Region ist. Und erinnere daran, dass jetzt auch Gott sei Dank endlich die Elektrifizierung der Südbahn kommt. Viele Leute denken bei Verkehr ja zunächst mal einfach ans Auto. Beim integrierten Verkehrswegeplan geht es natürlich um alle Verkehrsteilnehmer, vom Fußgänger bis zum Bus bis Bahn. Aber natürlich ist das Auto, die individuelle Fortbewegung mit dem Auto, maßgeblich hier im ländlichen Raum. Das ist so, und die Zahlen wachsen eher, als dass sie sinken. Und jetzt denken viele von Ihnen, jetzt haben wir aber ein Problem. Denn die Innenstadt von Ravensburg, und wir sind eben nun mal das Wohnzimmer Oberschwabens. Die Leute gehen hierher zum Einkaufen, in die Schule, sie gehen hier abends weg ins Kino, Gastronomie. Und wir haben diese Tiefgarage, die jetzt kaputt ist. Wenn man außerdem mal den Horizont weitet und mal über die Stadtgrenze hinausschaut, manche Kollegen, die von weiter her kommen, wissen das, gerade kommen alle Tiefgaragen aus den 80er Jahren in ganz Deutschland. Alle haben dieses Thema mit der Kommission. Die kommen gerade alle. Wir werden die nächsten 5 bis 10 Jahre hier in Deutschland Milliarden insgesamt investieren in die Sanierung von diesen Tiefgaragen aus den 70er, 80er Jahren. Meine Damen und Herren, die Tiefgarage ist nicht das Herz unserer Stadt, aber es ist sicherlich eine Hauptschlagader. Wir brauchen diese Garage für unseren Einzelhandel, für die Gastronomie, für die Erreichbarkeit, für das Leben in unserer Stadt. Und deswegen müssen wir diese Sanierung machen. Sie ist teuer. Und wichtig ist das Signal nach draußen, und das möchte ich heute schon senden. Diese Stadt wird auch während der Bauphase erreichbar sein. Wir werden attraktive Shuttle-Service mit Elektrobussen einrichten, wo alle Leute, die im Auto sind, für 3 Euro rein- und rausfahren können von Park-and-Ride-Parkplätzen. Wir werden Ersatzparkplätze schaffen. Wir werden eine kluge, eine intelligente Parkleitung, Parklenksystem nutzen. Wir möchten das Signal senden. Wir werden in Ravensburg auch in dieser schwierigen Bauphase werden wir erreichbar sein. Wir werden in Ravensburg auch diese Herausforderungen meistern. Aber es ist eine große Aufgabe, die vor uns steht.
Wichtig ist die Aussage, wir brauchen diese Garage und der Gemeinderat hat beschlossen, wir werden diese Aufgabe angehen. Dirk Bastin und ich haben das Ziel, dass wir auf jeden Fall schauen müssen, dass maximal eine Vorweihnachtszeit davon betroffen ist. Sie sagen manche, das ist mir doch wurscht, Vorweihnachtszeit oder nicht. Ja, aber eine der Stärke unserer Stadt ist dieser lebendige Einzelhandel und auch die Gastronomie. Das macht doch die Lebendigkeit aus. Und da gibt es viele kleine Textiler und andere, denen geht es nicht so gut. Die sind darauf angewiesen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir möglichst früh, vielleicht schon im März, anfangen mit der Sanierung, damit maximal ein Weihnachtsgeschäft davon betroffen ist. Ja, meine Damen und Herren, wo mir persönlich das Herz blutet und einigen von Ihnen sicherlich auch ist, jetzt haben wir diese wunderbare Planung Gespinstmarkt. Zum zweiten Mal in der maximal möglichen Bürgerbeteiligung erstellt, nämlich die Bürger haben selber geplant, zwei Workshops und der Gemeinderat hatte nur die Auswahl Bürgerentwurf 1 oder Bürgerentwurf 2. Und es ist so ein schöner Plan, wir holen das Wasser oben raus und so weiter. Der Gespinstmarkt war komplett finanziert, alles war da. Wir haben gedacht, okay, jetzt etwa Frühjahr 2017, dann wird der gemacht. Und dann sind wir jetzt natürlich wegen dieses Themas Marienplatz-Tiefgarage zum Grübeln gekommen, ins Nachdenken gekommen. Weil etwas ist klar, zwei so große Baustellen direkt nebeneinander und dann fallen dann auch noch etwa 40 Stellplätze auf dem Gespinstmarkt ausgerechnet zu der Zeit weg, wo die Marienplatz-Tiefgarage geschlossen sein wird. Wir werden ja versuchen, so viel wie möglich an dieser Sanierung zu machen bei laufendem Betrieb, dass zumindest zwei Ebenen offen sind, aber es wird eben doch etwa 18 Monate nach den neuesten Planungen dauern, dass sie komplett geschlossen ist und dann unter Teilöffnung wieder geöffnet werden kann. Aber gerade in der Phase können wir es unserer Innenstadt nicht zumuten. Es wäre eine Überforderung von uns in der Innenstadt für das Leben in unserer Stadt, wenn wir gleichzeitig zwei große, so große Baumaßnahmen parallel machen. Und das ist der einzige Grund, nicht die Finanzen, nicht die Planung, dass wir jetzt gesagt haben, dann fangen wir mit dem Gespinstmarkt eben direkt danach an. Das bedeutet dann im Frühjahr 2019. Ja, meine Damen und Herren, das sind solche Sachen, mit denen muss man umgehen. Man sucht sich die großen Aufgaben im Leben meistens nicht selbst aus, sondern bekommt sie übertragen. Das war wie beim WGV-Prozess, wie bei dem Thema Aufnahme der Geflüchteten. So ist es jetzt eben auch eine Aufgabe, die uns von der Geschichte gewissermaßen etwas pathetisch ausgedrückt übertragen wird. Ja, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Lieber Manuel Ura, die Oberschwabenschau ist das Schaufenster unserer Region. Man sieht hier die ganze Leistungsfähigkeit von Oberschwaben. Ursprünglich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, aber heute natürlich auch Bauen, Sanieren, energetische, erneuerbare Energien, Lebensmittel, Kochen, Genuss. All dieses kann man hier sehen. Es ist, glaube ich, für jeden etwas dabei. Wir haben 600 Aussteller dieses Jahr. Es ist, glaube ich, eine der ganz wenigen Verbrauchermesse in Deutschland, die wachsen. Die meisten Verbrauchermesse sind eher so im Sinkflug. Wir hatten letztes Jahr 100.000 Besucher. Wir haben 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Meine Damen und Herren, ich möchte mit einem kleinen Zitat enden, das ich letztens lesen durfte. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen bauen Windmühlen. Ich hoffe, dass wir Windmühlenbauer sind, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf der Oberschwabenschau. Herzlich willkommen in Kraft.